Der Gesetzentwurf mit Änderungen des Landeshaushalts 2022, der von der Landesregierung eingereicht und vom Landtag in der Oktobersitzung angenommen wurde, enthält ein Hilfspaket von 100 Millionen Euro mit Direktzahlungen an Familien mit einem Einkommen bis zu 40.000 Euro, auch an Familien ohne Kinder oder Alleinstehende, die bisher keine Unterstützung erhielten. Landeshauptmann Arno Kompatsch erklärte, dass hierfür alle Ressorts ihr Sparpotenzial voll ausgenutzt haben und man zusätzlich Mehreinnahmen verbuchen konnte. 20 Millionen davon gingen an die Gemeinden für die gestiegenen Kosten. Ein Teil der Opposition hat das Maßnahmenpaket, das auch 4,5 Millionen Euro für die Lehrkräfte enthält, als nicht ausreichend bezeichnet. Der Gesetzentwurf ist aber mit 20 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen angenommen worden. Die Opposition hat zum einen aber bemängelt, dass Südtirol die Energiepolitik nicht selbst gestaltet und auch, dass das Geld des Hilfspakets in einen Fonds gesteckt wird, über das die Landesregierung nach Belieben verfügen könne. Dazu wurde ein Antrag von Team K angenommen, der einen detaillierten Bericht im Landtag über die Verwendung der Gelder vorsieht. Angenommen wurden auch ein Antrag der Freiheitlichen zur Aufhebung des Photovoltaikverbots auf denkmalgeschützten Gebäuden, einer der Südtiroler Freiheit für einen 600-Euro-Bonus auch für Grenzpendler und einer der SVP zur Senkung der Punktezahl für den geförderten Wohnbau. Angenommen wurden auch folgende Anträge der Opposition, der Antrag von Fratelli d'Italia zur Gesichts-, Hand- und Haarpflege für Krankenhauspatienten, der Antrag der Freiheitlichen für eine größtmögliche Energieautonomie für Südtirol und der Antrag vom Team K mit unterzeichnet von allen weiblichen Abgeordneten zur Landesförderung für das weibliche Unternehmertum. Grünes Licht auch für die Anträge der SVP zum Einsatz von Dokumentationsassistenten und Assistentinnen bei der Pflegeeinstufung, zur Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung, um Energie zu sparen, für ein lückenloses Monitoring der Verbreitung des Borkenkäfers auch mit Hilfe ausländischer Experten und zur Förderung von mehr Energieunabhängigkeit der Unternehmen und der Familien.